Wildes Gezuppel hier wieder an allen drei Routen, überall Kleinkram. Alter Falter, und das nicht nur mal eben für eine halbe Stunde und dann ist der Spot wieder tot. Nee, hier lübt der Lachs. Wenn es auch nicht direkt der Lachs ist, aber man kriegt hier schon schön die richtig mächtigen Brocken raus, Alter. Und die edelsten Fische, zum Beispiel so olle Brassenalgen. Ja, das ist natürlich wirklich der schäbigste Fisch, den wir hier haben wollen. Die ollen Brassen, die bringen nicht mal richtig Kohle. Aber neben den Brassen gehen hier auch kleine Zerten ab und zu rein. Hatte ich jetzt gerade schon eine. Dann natürlich auch Rotaugen ohne Ende. Was haben wir denn noch hier? Nasen hatte ich auch schon dran. Zobelalgen. Alter, ich glaube, ich gehe gleich nochmal mehr auf Borkenkäfer. Ey. Das sieht ja gerade ganz wild aus. Den ändern wir hier gleich auch nochmal. Eieiei. Und das Schöne ist, ich bin hier quasi mit Kindergarten-Setup. Als ob du hier zum Discounter deines Vertrauens gerannt bist und hast gesagt, boah geil, Alter, 500 Teile Angel-Setup für 11,95. Das gönne ich mir. Also mit so einem Angel-Setup stehe ich hier. Und das Teil... Oder mit dem Setup ziehe ich sie hier raus. Was haben wir denn da, Alter? Boah. Das ist aber mal eine fette Brasse. Die kann natürlich gerne mit. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen detaillierter aufs Set ein. Ich schmeiß erstmal nochmal eben raus. Hakengröße und so weiter. Weite, keine Ahnung. Das sind irgendwo was um die 20 bis 25 Meter. Denkt euch was aus. Also es ist hier, ich habe keinen Clip dran. Ich habe ein 20 Gramm Blei. Und baller die Dinger halt so weit raus, wie sie fliegen. Und dann ist das gut. Gar nicht irgendwie großartig in den Clip reingehen. Und ja, wie gesagt, raus damit. Ja, Anzahl der Fische. Ihr seht es im Kescher. Schon mittlerweile 92 Stück. Allerdings auch schon von vorhin. Ich habe hier vor 3 Stunden schon mal rumprobiert. Und habe hier ordentlich rausgezogen. Und man sieht das eigentlich auch immer ganz gut. Hier alles halt quasi im Minutentakt hast du dann immer 3, 4, 5 Stück. Also du kriegst hier mehr Fische raus, als du zeitmäßig in Minuten hier stehst. Und das ist natürlich schon immer ein ganz guter Schnitt. Ich mache jetzt gleich mal hier so einigermaßen noch voll, das Ganze. Und dann gehen wir hier, wie gesagt, gleich nochmal ins Detail. Auch den ändere ich hier gleich nochmal eben auf Borkenkäferlarve. So. Gehen wir nochmal rum. Ja, von den Ködern allgemein, was habe ich bisher getestet? Natürlich den Mistwurm war okay. Es sind auch ein paar Barsche reingeballert. Regenwurm, okay. Regenwurm könnte man auch nochmal testen. Habe ich gar nicht gemacht. Kaster natürlich getestet. War auch ganz okay. Ihr habt ja gerade noch die fette Brasse gesehen. Made war okay. Zuckmücke war okay. Eintagsfliege war irgendwas Dickes dran. Da ging auf jeden Fall, da ging es ein bisschen in den Drill. Perlengraube habe ich probiert. Waren aber auch mehr die Brassen dran. Und die normale Fliege habe ich probiert. Aber ich sag mal, schwerpunktsmäßig ist man hier mit diesen Ködern bzw. mit der Borkenkäferlarve natürlich, glaube ich, mit am besten bedient. Und dazu vom Setup her, ich habe hier die kleine Spark 3000, kostet ungefähr einen Zehner im Shop. Die hat man ja anfangs, wenn man sich ein ganz günstiges Set holt, schon 3 Kilo. Und dann habe ich hier 4,4 Kilo Vorfach ja, auf einer 5 Kilo Hauptschnur. Also ganz, ganz dünn. Es sind hier 160 Meter drauf. Ich wurde bisher auch noch nicht leer gezogen oder sowas. Das funktioniert ganz gut. Man kann die schön maximal fahren, die Geräte. Und ja, die sind halt super günstig. Und gerade bei diesem super günstigen Angeln auf diese kleinen Fischis kann man das gut machen. 12er Haken drauf. Wie gesagt, gerne hier Borkenkäferlarve und dann... Gib ihm die Routen, ja, es sind die, die Bunesan, das sind die Winkelpicker-Routen, die ich hier habe. Für, dieser, ja, speziell sind für kleine Fische mit dieser ganz weichen Spitze vorne, dass man da sofort die kleinen Zuppler auch sofort erkennt. Damit muss man hier natürlich nicht stehen, wenn man mit der normalen Fiederroute hier steht, reicht das natürlich gänzlich aus. Gucken wir mal, was wir hier wieder haben. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Die nächste Zope, Alter. Damit habe ich ja schon fast nicht gerechnet.
Nächster Z-Fisch auf Borkenkäferlarve. Gehofft habe ich die ganze Zeit, aber richtig damit gerechnet habe ich nicht. Das wäre ja der Hammer. Das wäre ja wirklich der Hammer, wenn du hier dann doch nochmal Zettis bekommst, ey. Und da ist sofort der nächste. Aber natürlich auch die Rotaugen. Also ohne Futtermische, ohne alles. Einfach mal Rinder. Gucken wir mal, was hier drauf ist. Muscheln übrigens auch. Ab und zu Muscheln, ne? Also durchaus mal auch hier die Augen offen halten nach den Muscheln. Muscheln sind immer top. Ich war jetzt die Tage wieder auf 90, 103 am Windenbach. Der aktuelle Spot, wo der Don Kaulbarsch laufen soll. Und auch da lübt der Lachs gerade richtig gut mit Muscheln. Was haben wir denn da? Ha! Wenn man von der Muschel spricht, Alter. Zack, da ist sie. Die kleine Wandermuschel. Sehr schön. Also, raus wieder damit. Zack. Und gib ihm. Und da geht's hier weiter. Also, ihr seht von der Frequenz her wild. Aber so muss das sein, ne? Genau so muss das sein. An solchen Stellen, wo der Fisch an sich nicht wirklich viel wert ist, muss aber die Frequenz richtig reinballern. Und was eben das Schöne ist, bei hoher Frequenz und vielen unterschiedlichen Fischen. Stimmt, Güster habe ich schon ganz vergessen. Güster ist auch gut reingeballert. Und das Schöne ist, man skillt natürlich dann auch das Grundangeln die ganze Zeit hoch. Viele verschiedene Fische, heißt schneller mal einen neuen Skillpunkt im Grundangeln. So, 97 Fische ist jetzt schon zusammen. In einer Minute, ihr seht es, zack, 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 vier Stück. Das geht halt wirklich ratzfatz. In der Nacht war ein bisschen weniger los jetzt gerade. Ja, und jetzt hier in den Morgenstunden ballert es auch wieder ordentlich rein. Ich habe keine Futtermische dran. Einfach blank das Ganze. So sieht das aus. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Ich glaube, ich habe bei den Vorfächern ein bisschen rumgespielt. Aber wie gesagt, mit dem 4-4er-Vorfach kann man das machen. Ich gucke gleich nochmal eben in die andere Routen. Ich meine, ich hatte einmal Vorfachsmaterial. Dann hatte ich hier auch... So, weg damit. Dann hatte ich hier natürlich auch das 2,8er Microbraid-Vorfach dran. Hier ist 4-4. Hier ist Vorfachsmaterial mit 3,7, also getarnte Schnur. Und auch hier ist Fluorocarbon mit 3,2, also ruhig ein bisschen kleiner dran gehen. 3,2 an Tragfähigkeit hier, die Rolle trägt ja eh nicht so viel, von daher passt das eigentlich ganz gut. Ne? Schön auf entspannt, ey. So, ich würde sagen, wir ziehen hier nochmal ein bisschen was raus. Die zwei würde ich sagen jetzt hier noch. Da geht ja der nächste rein. Dann habe ich hier die 100 Brocken zusammen. Und dann gehen wir mal eben kurz ins Café und schauen uns das Ganze an. Beziehungsweise im Fischmarkt. Den noch. Zack. Und den noch. Bin ich doch gespannt, ob da was geht. Ey. Das wäre doch was. Ja, mit den Zopen, da war ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Die waren die ganze Zeit noch nicht dran. Ich hatte ja vorher auch schon die Borkenkäferlarve. Aber die nimmt man natürlich auch gerne mit. Die hole ich jetzt nochmal eben raus. Gerade die Z-Fische, einer hier dieser klassischen Z-Fisch-Spots am Voltio hier. Das ist natürlich immer schön, wenn die reingehen. Und deswegen gehe ich auch gleich nochmal hin wieder zurück. Wer es noch nicht erkannt hat, 71, 100. Da ist es mal eben hier mit der Fähre von dem Anleger. Zack, rüber. Über die Brücke und dann ist man schon sofort da. Einer der ultimativen Z-Fisch-Spots. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben verkaufen. So, und zack, sind wir schon wieder drüben angekommen. Und wir sehen, wir sortieren das Ganze mal eben hier mit 100 Fischen. Eben nach dem Preis sortieren. Also viele mitten im Haken. Und ich würde sagen, auf jeden Fall deutlich weniger. Das ist ja nur ein so eine, also ich sag mal ein Drittel. Oder ein Viertel, sagen wir mal ein Drittel mit, also ohne Haken. Das heißt, hier sind einige jetzt mit Haken dran. Und die geilsten sind, ihr seht es, die Z-Fische. Zope mit 340 Gramm für 22 Silberalden. Ran an die Zope, Alter. Ganz, ganz wild. Aber auch hier die anderen Kandidaten. 10 Silber, 9 Silber und so weiter. 5, 5, 5, 3, 3, 3 und so weiter und so weiter. In Gänze sind wir hier jetzt mit 100 Fischen bei 182 Silber
Und das mit Crabfish. Also das ist wirklich 0815 Standard-Fischis. Nichts Besonderes, wirklich nichts Besonderes. Und wenn wir jetzt hier die hier alle nochmal zur Seite nehmen, die sind ja jetzt nicht wirklich viel wert, ne? Die Unmaßigen bringen hier gerade mal 2 Silber. Die könnte man theoretisch auch noch wegschmeißen. Das heißt, man stellt sich dann da einfach an den Spot, macht den Kescher voll, nur mit maßigen Fischen. Ne, wenn man hier die alle wegballert. Oder auch so Mikrozwergmarien, ihr seht es. Rotaugen könnte man sogar auch bis, ich glaube, 500 Gramm. Oder hier, ja, 300, 400 Gramm, sagen wir mal. Ab 400 Gramm kann man sie mitnehmen. Alle anderen Rotaugen sind ja nicht so ganz viel wert. Auch einfach wegballern und dann lieber da stehen und nochmal ein paar dicke Brocken mitnehmen. Also, reingehauen, rausgezogen, die kleinen Fischis und immer wieder hier am Wolcho, gerade mit einem feinen kleinen Setup und ihr habt noch nicht das fette Gear, um euch irgendwie die dicken Karpfen zu ziehen oder sowas. Einfach hier an den Stellen auf Grund die kleinen Fischis kloppen. Petri, ihr Lümmels, einen Daumen da lassen für den Kanal, ein Abo da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da immer RF4. Bis dahin. Oh.